Raum in Berlin angeeignet wird. Und hier, wie Mensch hört, schon seit 2 Monaten Menschen drin, die das leerstehende Ladenlokal bespielen und es heute für alle öffentlich gemacht haben. Also es ist wirklich eine Leistung, die zeigt, dass Besetzen nicht nur ein fucking Hashtag auf Twitter ist, sondern eine Praxis, mit der in Berlin immer noch zu rechnen ist. Insgesamt gibt es noch 9 Besetzungen überall, von Grünau nach Kreuzberg, Neukölln, Steglitz, also wirklich Gesamt-Berlin wurden sich Häuser wieder angeeignet und wir stehen jetzt hier, um dafür zu sorgen, dass es an der Stelle gehalten werden kann und wir drücken allen anderen die Daumen, dass auch ihre Häuser weiter im Besitz der Besitzlosen bleiben.